Silver Assi. Herzlich willkommen bei das Silver Assi. Second Run Corelli Kronos XTR, weiterhin 1650 KV Max 6 Combo und so weiter und so fort. Aber ich habe statt dem 17er Ritzel ein 14er Ritzel montiert, weil der Motor hatte letzte Woche gefühlt 140 Grad. So viel waren es natürlich nicht, aber schon sehr, sehr viel. Nicht. Wenn er das überlebt heute, dann fahren wir noch 6. Da geht immer noch mördermäßig ab. Ich würde sagen, der ist immer noch schnell genug für den Backflip. Dass wir da können. Und kein Auto kann halt so geil driften wie der. Musst du so mit Dreck schmeißen? Ja. Und los. Arne hat schon wieder fertig. Arne will heute nicht. Aber Dominik hat fertig. Na gut, wir legen mal los. Arne, hast du den Akku schon leer oder was? Akkustecker ab. Ah, ich versetze den Haken. Hast du das auf Video? Er hat einen Akkustecker-Kabel. Und was hast du? Einen kaputten Haken. Kein Talent mehr. Ja, das Auto. Okay, ja. Sascha, jetzt kriegst du. Pass auf, keine Waffe, dann war's dran. Wollen wir mal gucken, was hier so los ist. Da fährt ein Creighton RTR, ein V4, er dachte, es ist ein V5. Hm. Oh. Bisschen weniger Gas, dann geht das auch. Huch, wo kommt der denn jetzt her? Den fährt er. Achso, Sascha. Ja, so einen Zahn mehr dürfte er jetzt doch wieder haben. Geht so gerade eben. Was hast du denn da von Anna B? Ich hab nicht auf mein Auto geguckt. So schlecht. Muss das so? Na toll. Ihr seid ja Helden. Alle drehst beide. Du meinen auch mit um? Voll mega cool von dir. Der hatte mehr Talent, der Kronos. Oh, Berkemeier, und du hast es nicht drauf. Nee, ich hab das wenige Talent von Flügi drauf. Wie kann man beim Geradeausfahren das Auto so umdrehen? Ich kann das. Ja, ich glaube auch. Wow. Ja, so macht man das. Mit wenig Talent. Lügi macht den Streckenposten, hat er gerade gesagt. So eine schöne Geschichte. Stand im Weg. Du hast den Heckspoiler krumm. Flex. Seit 4 Wochen. Jetzt. Das ist nicht Flex. Das ist alles, aber nicht Flex.
So, komm her, das kriegen wir auch synchron hin, oder? Komm, machen wir einen Dreier. Nur bekloppte Leute, komm, voll geil. Wollte eigentlich einen Auffahrunfall provozieren, das hat leider nicht so ganz geklappt. Also sag mal, wir machen bewusst keine Autos kaputt. Dafür gibt's andere YouTuber. Passt! Flügi, bitte zeig uns, wie es geht. Danke. Hallo, ich wollte einen Frontflip machen. Ja, sieht man. So, soll ich das eben machen? Ja, mach das doch mal. Beim Tipps und Tricks Video hat er dafür 3 oder 4 Versuche gebraucht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Noch Fragen? So geht das. Genau so geht das. Da gehen wir vom Hintern. Verkack! So, Arne ist auch wieder da. Mal gucken, wie lange. Hallo, ich hab gerade wieder gelötet, ja? Irgendwie habe ich das heute nicht so drauf. Ja, also Micky, entweder man kann es oder man kann es nicht, ne? Arne kann es nicht. Toll, und jetzt ist er kaputt. Alle rübergefahren, ja. Und jetzt ist er kaputt. Ja. Wie geil. Ja. Da kommt doch nur zum Lachen vorbei, Mann. Ja, und was hat er? Outdrive vorne, Lose. So sieht das aus. Der Outdrive vorne hat sich jetzt gelöst. Wenn man sieht, hier dreht sich das Differential. Muss vielleicht mal einmal von oben reinfilmen. Ich muss mal gucken, ich stehe mir selber im Schatten. Hier dreht er und da verliert er halt die Kraft. Da hat er keine Bewegung mehr. Und irgendwie ist auch mein Regler lose. Das liegt so? Nee, das liegt daran, dass Arne darüber gefahren ist. Ja. Tja. Blöd. Das repariere ich hier vor Ort auch nicht. Das ist auch so original. Oder? Ja, das ist Ultraflex. Das ist Ultraflex. Ja, seht ihr hier, das ist Ultraflex. Aber das hält noch. Das kann noch was. Ja, ich würde sagen, das war's. Wir zeigen noch ein bisschen Arne beim Flippen und Dominik und Flügi und ich schäme mich. Genau, geh dich mal schämen. Da kommt er wieder. Und ja, langweilig. Aber diesmal richtig, ne? Nicht schlecht. Fast.
Na, geht's ihm noch gut? Ups, dem auch nicht. So viel zum Thema, wir gucken Arne noch beim Fahren zu. Wir gucken dem anderen zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der nächste kaputt. Nee, er fährt noch. Geiles Bild. Leer. Ja, einen haben wir noch. Schön. Was sollen wir dazu sagen? Einer von vieren hat es überlebt. Die anderen sind alle Schrauben. So viel zum Thema. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen bei Das Silber Erzie.